Anlässlich der Verleihung des Medienkunstpreises 1995 im Rahmen der Multimediale 4 haben sich die beiden Philosophen Jean Baudrillard und Boris Groys zu einem Gespräch in Karlsruhe getroffen. Der französische Medientheoretiker, Soziologe und Philosoph Baudrillard lebt in Paris und hat international großen Einfluss auf die postmodernen Theorien der Informations- und Mediengesellschaft. Boris Groys wurde in St. Petersburg geboren und ist derzeit Professor für Philosophie und Medientheorie an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Das Problem war, dass des Endes im Ganzen, im Allgemeinen hat es mich schon interessiert, zu sehen, was vorgeht, wenn die Dinge oder die Prozesse, die Ereignisse oder die Menschen auch über sich selbst gehen, also über ihr eigenes Ende gehen. Ja. Was passiert jenseits des Endes und besonders auch am Leben? Also was meint man, was heißt das Überleben? Ja? Ich meine, dass das also mit dem Motto das Leben ändern, das war die maximale Utopie. Und mit dem Überleben ist es die minimale Utopie, das, womit wir zu tun haben jetzt, dass unsere ganze Kultur durch die Simulation, Medien und so weiter, jetzt schon hinübergegangen ist in was anderes, in einen anderen Raum jenseits des Endes. Und also die Charakteristik da hinüber passiert wäre, die extremen Phänomene heiße. Also dass die Dinge jetzt kein Ende mehr haben, weil das Ende jetzt hinter sich haben. Ja. Sie haben keinen Ursprung mehr und kein Ende. Und dann da können sie sich also nicht mehr so logisch oder dialektisch entwickeln, sondern chaotisch oder aleatorisch oder sowas. Sie werden extrem im literalen Sinne, also ex terminis, sie sind außer der Grenze, außer den Grenzen. Und um zum Titel zurückzukommen, die Illusion des Endes, war das alles unter dem Schatten der Illusion gestellt. Das heißt, dass wir glauben doch an das Ende, wir sind immer an das Ende geknüpft. Und wir möchten diese Illusion behaupten, bewahren, weil wenn es ein Ende gibt, dann beweist es, dass die Dinge wirklich passiert sind. Sonst haben sie keine Realität, keine Wirklichkeit, wenn das Ende weg ist. Und unsere Weise, das Ende verflüchtigt zu haben, ist über dieses Ende hinaus gegangen zu sein. Ja. Und da wird also das Ende endgültig kein Termin mehr. Wir sind exterminated, Exterministen, das ist kein Termin, sondern vielleicht ein verlorenes Objekt oder sowas. Und wir können nur mehr vom Ende träumen. Oder wir können vielleicht, wie Canetti sagte, wir können uns danach sehnen, diesen Vanishing Point des Endes wieder zu finden und einmal also die Zeit, normale Zeit, einen Ursprung, ein Ende, eine Vergangenheit, eine Zukunft wieder zu finden. Davon können wir träumen. Canetti, der träumte davon und der sagte, sonst, wenn wir diesen Punkt nicht wiederfinden, dann sind wir dem endlosen, der endlosen Zerstörung unserer selbst ausgeliefert. Ja. Ich für meinen Teil bin nicht so optimistisch. Und meine, wir können nicht und wir müssen vielleicht auch nicht davon träumen. Wir müssen also dahin gehen, jenseits von diesen, nicht nur von den moralischen Kategorien, Übel und Gut oder jenseits von Wahr und Falsch natürlich, aber jenseits auch von Ursprung und Ende. Sie beschreiben diesen Verlust des Endes als einen Verlust, der uns angeht und der unser Leben sozusagen entleert.
so etwas Künstliches macht. Und ich habe ja gedacht, als ich Ihren Text gelesen habe, dass in der Tat in unserem Kulturkreis, wir in Europa sozusagen, in der europäischen Tradition, unser Tod als eine Selbstverständlichkeit hinnehmen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Tod passiert, auf eine natürliche Weise. Das heißt, wir als natürliche Wesen, als Menschen, haben sozusagen ein natürliches Menschenrecht auf den Tod. Ja, schön. Wir sollen für unseren Tod nichts tun. Wir sozusagen, dieser Tod ist uns gratis sozusagen, ja, von der Natur. Ja, ja, ja. Seine Gnade. Ist eine Gnade. Und jetzt stehen wir vor einem gewissen Problem, dass wir vielleicht diese Gnade verlieren, ja, ja, weil wir dieses ganze Spiel des genetischen Codes entdecken. Und dieses Spiel ist ein unendliches Spiel, potenziell ein unendliches Spiel, das diese Gnade außer Kraft setzt. Ja, ja. Und da habe ich mir gedacht, dass in einem anderen Kulturkreis, und ich meine jetzt zum Beispiel Indien oder die ganze buddhistische Tradition, mhm, war es immer so gedacht. Das heißt, dass der Mensch nicht fähig ist zu sterben, mhm, dass wir gefangen sind in einem Kreislauf der Formen, dass wir in einem Schleier der Maya sozusagen nur von einer Form zu anderer Form gehen. Wir können sagen, das ist unsere Situation jetzt mit diesem genetischen Code. Dieser genetische Code, der immer neue Formen produziert. Mhm. Wir kommen aus diesen Formen nicht raus. Und dann ist der Tod das eigentliche Problem. Das heißt, ein Buddhist oder ein Hinduist, mhm, entwickelt eine Strategie, um zu sterben. Das ist sehr schwierig, das ist eine schwierige Kunst. Das dauert tausende und tausende Jahre, ja, bis ein Asket oder ein Denker dazu kommt, zu sterben, diese Null-Ebene sozusagen zu erreichen. Ja. Also wenn Sie recht haben mit Ihren Analysen, und eigentlich neige ich dazu zu sagen, Sie haben recht mit Ihren Analysen, dann wäre es nicht so, dass wir sozusagen plötzlich in einer Situation sind heute, mhm, die durch hinduistisch-buddhistische Tradition einmal thematisiert worden war, nämlich der Tod als eine Leistung, als, mhm, ein Kunstwerk, mhm, als etwas, was wir erreichen müssen, weil der Tod uns nicht einfach von der Natur mehr gegeben ist. Mhm. Da können wir nicht zurückgreifen aus dieser, auf dieser doch große Tradition. Ja, das wäre eine sehr verführende Hypothese, meine ich auch. Übrigens weiß ich nicht, ob ich recht habe oder nicht in diesem Sinne. Das sind doch Hypothesen über der, mhm, oder das sind schon natürlich Versuche, über das Problem hinauszugehen. Ich glaube, ich hoffe, das sind keine Ausflüchte, aber wir wissen immer nicht. Ja. Die Lage ist so, ja, natürlich, dass wir heute unser Tod nicht mehr von Natur aus haben, ja, ist nicht mehr eigen. Wir müssten doch unseren eigenen Tod verteidigen, möchte ich sagen, ein Menschenrecht auf Tod jetzt, ja, weil der Tod uns gestohlen worden ist, im Sinne durch die Vernichtung, gerade das. Wenn die Vernichtung, in der Vernichtung ist keine Frage von Tod, und die Leute haben nicht einfach das Recht zu sterben. Das war so in den Konzentrationslagern, wo was vernichtet war, war nicht das Leben, aber mehr auch, ne, der Tod. Ja. Sie hatten nicht einmal das Recht auf ihren eigenen Tod. Und jetzt in einem System, wo alles dazu drängt, den Tod und die Negativität und alles Negative zu vertilgen, ja, so zu vernichten, da müssen wir natürlich für diesen Tod, oder für das Ende uns bekämpfen für das Ende. Aber ich meine nicht ein Recht auf den Tod, weil mir das Wort Recht nicht ganz gefällt. Aber jetzt würde die Frage, ja, also nicht mehr die Illusion des Endes
wie wir davon gesprochen haben, als eine negative Illusion, eine Mystifikation des Endes, sondern jetzt die Illusion des Endes als radikale Illusion, als wirklich die Illusion, wie sie in der symbolischen Kette, wovon Sie sprechen, erscheint. Ja? Das ist Illusion, aber im guten, möchte ich sagen, im radikalen Sinne. Und dann würde der Tod ihren wirklichen Status wieder erkämpfen. Ja? Den Status, nicht eine Wirklichkeit, weil der Tod als physische Wirklichkeit gar keine Bedeutung hat. Ja, das ist nicht einmal ein Schicksal, das ist nichts. Damit der Tod wieder ein Schicksal wird, verhängnisvoll wird, dann müssen wir ihn als wiederum als Illusion beschwören, als Illusion heraufbeschwören und ihn wiederum in die symbolische Kette des Lebenswechsels und so weiter wieder einreihen. Ja. Und dann kriegen wir wiederum ein Ende, aber nicht als Termin, sondern als Moment, natürlich Moment in einer Kette. Andere Kulturen, alle früheren Kulturen wussten das zu betreiben, ja, durch Opfer und so weiter, Rituale und so weiter. Aber sie hatten gar nicht mit der Wirklichkeit zu tun. Sie hatten immer mit der Illusion zu tun und besonders mit dem Tode als Illusion. Nicht als Irrealität, sondern als eine Form der Reversibilität vielleicht. Ja. Und damit, das konnten sie beherrschen. Ja. Wir können das aber nicht, das alles ist dissoziiert worden und jetzt wird der Tod isoliert als Vernichtung, als negativ und wird also durch das ganze System der Technologie und so weiter und letztlich der Virtualität, ich meine, wird der Tod ganz verflüchtigt. Ja, da sind wir in die Unsterblichkeit, wovon wir sprechen, in die künstliche Unsterblichkeit, wo wir als Klonen und so weiter jetzt also den Tod nicht mehr kennen. Aber das ist natürlich der wirkliche Tod, das ist die endgültige Vernichtung als Menschen, ja. Und als Übermenschen auch, ja. In einem gewissen Sinne können wir nicht mehr sterben, sondern einfach verschwinden oder vernichtet werden, ja. Darum muss ich sagen, dass das Reale, das Wirkliche ist nicht tot, wie man sagt. Und das ist doch ganz gemein. Es gibt keine Leiche, es gibt den Körper des Realen nicht mehr, weil es verschwunden ist. Nicht tot, sondern verschwunden, ja. Das meine ich mit dem perfekten Verbrechen. Yes. Aber ich dachte an die letzte Szene des Films. Sie haben es wahrscheinlich gesehen, Jurassic Park. Ja, das verstehe ich. Mit den Dinosauren. Und, so. Ja, ja. Und ich meinte, da sind wir, das ist die menschliche Gattung, ganz zwischen ihren Dinosauren, und also den Fossilen und den Klonen ganz eingesperrt. Ja. Und die Szene, wo die geklonten Dinosauren in das Museum der fossilen Dinosauren einbrechen und das alles zerstören, ist eine fantastische Szene. Dieses Schicksal zwischen Klonen und Fossilen, das ist so, ich möchte sagen, ein Szenario des menschlichen Schicksals auch. Wir sind jetzt in dem Zustand, ja, zwischen Klonen und Fossilen. Ja. Und die beiden sind eine Art von Verschwindung. In den Dinosauren haben wir unser Verschwindungsmodell in der Vergangenheit und mit den Klonen haben wir das alternative Modell in der Zukunft. Ja. Übrigens, das Museum ist ein gutes Stichwort, weil man auch denken kann, dass die moderne Kunst zum Beispiel im modernen Museum so eine symbolische Präsentation des Todes eines Kunstwerks ist, nachdem das Museum sozusagen die Unzerstörbarkeit und die Konservierung der Kunstwerke geleistet hat. Mhm. Für
haben wir doch die Kunstwerke nicht als unendliche, als überlebensfähige gedacht. Also wenn eine Statue zerbrochen worden war, wurde nicht restauriert, sondern einfach ausgewechselt. Eine neue Statue wurde errichtet oder ein neues Fresko gemalt. Lange Zeit war es überhaupt sozusagen der Tod des Kunstwerks wurde hingenommen. Dann aber nicht mehr. Wir errichteten unsere Museen und in diesen Museen haben wir beschlossen, diese Kunstwerke unendlich lange überleben zu lassen. Und was passiert? Eine symbolische Zerstörung des Kunstwerks in der Kunst selbst. Da kommt dieses schwarze Quadrat, da kommen die zerschneiderten Bilder, die beschädigten Bilder, die zerfallenen Bilder, die verwesenen Kunstwerke. Und eigentlich unsere Museen sind unheimliche Städte, wo sozusagen alle möglichen Torturen und sozusagen alle möglichen Torturen und Zerfallserscheinungen dieser Leiche des Kunstwerks gezeigt wird. Also alle möglichen Varianten des Sterbens, des Zerfalls, der Beschädigung, des Todes und das ist sehr unheimlich. Man geht durch das Museum der modernen Kunst, wie sozusagen durch die Stadien des Sterbens und des Zerfalls. Wenn der Mensch so geworden ist, er ist geworden, ein Kunstwerk geworden, ein technischer Gegenstand, der so hergestellt wird, dass dieser Gegenstand sozusagen überleben kann oder überleben soll, dann entsteht sicherlich, oder wird wahrscheinlich entstehen, eine Art genetische Avantgarde. Das heißt, eine Arbeit mit Körper, mit dem Menschen als Kunstwerk, eine Arbeit, die den menschlichen Körper als Kunstwerk im vorgeschrittenen, avancierten, avantgardistischen Sinne benutzt, auch ein Feld des Experimentierens, Sie kommen darauf an, der Zerstörung, des Zerfalls, jetzt künstlich gemacht. Das heißt, an dem Moment, an dem das Überleben künstlich wird, wird auch der Tod künstlich und Zerstörung wird auch nicht mehr natürlich, sondern künstlich durch die Avantgarden und durch das Experimentieren herbeigeführt. Und was mich fasziniert hat, ist, wenn Sie über das Experimentieren sprechen und eigentlich darüber, dass auch dieser Lauf der Dinge, diese zerstörerische Kraft der Zeit, jetzt eine künstliche geworden ist, als Experimentfeld. Ja. Ja, aber das ist ganz recht, dass alles jetzt also als Fossil, würde ich, erscheint, von vornherein erscheint, dass alle Ereignisse schon nicht mehr in der Geschichte, in einer dialektischen Geschichte sind entwickelt, sondern schon als fossilisierte Information, als schon übergeschehen, möchte ich sagen, und schon, also schon als lebendig verschwunden schon, und die Kunstwerke natürlich auch werden jetzt also direkt zum Museum, also Museum des kreiert, die sind museifiziert von vornherein, Ja, also alle Dinge, die haben nicht ihre eigene Entwicklung, also lebendige Entwicklung, historische Entwicklung, sondern gehören von vornherein einem Patrimonium. Sie treten direkt in das Patrimonium, ohne durch die Geschichte oder das wirkliche Ereignis zu gehen. Das ist unser Schicksal, denke ich, das auch als Menschen. Vielleicht ist es so ein passives Schicksal oder vielleicht wird damit fangen wir damit an und verarbeiten neue Strategien mit dieser Zerstörung im Voraus. Es würde aber doch eine Inversion der Zeit geben, und dann würden wir also alles vom Ende aus beginnen, also in der entgegengesetzten Richtung. Ja, das ist so eine
Das ist eine richtige Aussicht, denke ich, ja. Sie sagen, ja, da haben wir es mit zerstörten Stücken, Fetzel des Menschlichen zu tun, ja. Und vielleicht ist es in der Virtualität, meine ich, in diesem neuesten System der Simulation, vielleicht würde es das geben. Also in der Virtualität würde ich sagen, aber es ist auch eine subjektive Impression, ja, dass wir schon als entmenschlich wieder aufbeschwört werden. Ja. In der Virtualität wird schon mit dem zerstückelten, mit dem fraktalen Menschen agiert. Ja. Und also eine Wiederherstellung, künstliche Wiederherstellung von allem, was jetzt keine Kohärenz mehr hat, kein wirkliches Schicksal, keine Hände hat. Und da betreiben wir diese fraktale Welt, diese chaotische Welt, diese Fragmentation des Menschen. Ja. Mhm. Vielleicht ist es nicht ein Tod, ein Mord, ein Verbrechen, eine Vernichtung, also viel eher vielleicht eine Fragmentation einfach. Mhm. Also nicht Verschwindung im älteren Sinn. Das war noch eine symbolische Kraft, der Mord, der Tod. Wenn Nietzsche sagt, Gott ist tot, das ist so tragisch und dramatisch. Da haben wir nicht mehr mit dieser Dramatik zu tun. Einfach mit der Zerstückelung und mit zerstückelten Strategien, ja. Ja, das ist ja sicherlich so, dass wenn wir den Körper als sozusagen eine Collage aus den Organen betrachten, mhm, und das tun wir ja jetzt weitgehend, dann führt die Zerstückelung, diese Collage, nicht zu dem Tod des Körpers, ja, so dass wir sagen, diese Collage ist von Anfang an eine Sammlung der unterschiedlichen Fragmenten. Wenn wir jetzt diese Fragmente wieder fragmentieren und diesen Körper zerschneiden, mhm, fragmentieren und Zerstückelung, dann entsteht vielleicht tatsächlich dieser dionysische Infekt, von dem Nietzsche spricht, die Ekstase des Untergangs, mhm, findet nicht statt, sondern entsteht eine neue Kombination aus dieser Collage. Und das ist im Grunde das Thema des Monströsen, des Monstrums. Mhm. Und es ist interessant, wie doch präsent dieses Thema des Monstrums geworden ist in der heutigen Kunst. Ist er wirklich überall präsent? Der menschliche Körper als Collage aus der organischen, nicht-organischen Welt, dieser Frankenstein-Traum. Und ich liebe sehr einen amerikanischen Regisseur, Tim Burton, der viel mit Beetlejuice, also der viel mit Monstern arbeitet. Ja. Und er wurde einmal gefragt, warum er das tut. Und er hat gesagt, ich bin in einer Kleinstadt, amerikanischen Kleinstadt, aufgewachsen. Da war keine Kultur, da war kein Gast da, war kein Museum, nichts. Und wenn man in so einer Kleinstadt lebt, die einzige Form der Kultur ist Monstrum. Und man hat sozusagen gar keine andere Möglichkeit. Ja, und da wir virtuell alle in einer amerikanischen Kleinstadt leben, da sind wir in Monstrosum ganz getaucht. Genau, das wollte ich sagen. Diese sozusagen Collage des Monströsen ist die neue Form der Kultur. Und dann müsste ich da eine Aspekte davon derselben erklären. Oder diese Fragmentation, das kommt zusammen mit der Technisation, mit der Maschine, also diese fraktalen Funktionen, die menschlichen Funktionen, die allmählich unnützlich werden, weil sie alle in die Maschine projiziert werden und die Maschine oder die Medien, also das fragmentiert nicht nur den Menschen, sondern die Natur oder das ganze Universum wird einmal allmählich und ganz genau bis ins Einzelne fragmentiert durch Maschine.
Und da gibt es auch diese Inversion von Menschen zu Maschinen, das ist also so banal. Aber heute mehr, weil früher diese Maschine, wo der Mensch also seine fragmentierten Organe und Funktionen projizierte, die Maschine war immer noch vom Menschen fetischisiert. Und die Entfremdung ging doch vom Menschen zur Maschine. Das war noch immer ein Doppelwesen oder sowas wie eine Entfremdung. Aber jetzt gibt es keine, sogar würde ich keine Verfremdung mehr, sondern eine Entfremdung im Sinne, dass es kein Fremde mehr gibt. Wir haben keinen anderen mehr. Die Maschine ist nicht mehr ein anderes Wesen. Und die Inversion betreibt das, dass jetzt heute der Mensch selbst von der Maschine fetischisiert wird, dass er ein Organ der mechanischen Konkubizenz wird, dass er das, Burroughs sagte, dass der Mensch zum sexuellen Organ der Maschine geworden sei. Ja, also der Mensch als solcher existiert nicht mehr. Er wird virtuell zur Protuberanz, zum Ausgewächs der Maschine. Ja. Und darum ist er nie mehr ein Ganzes, sondern immer fragmentiert. Ja, ja, das erinnert mich gerade an eine wunderbare Geschichte in den 20er Jahren in Russland, wo das ein Institut errichtet zur Abschaffung des menstrualen Zyklus bei den Frauen. Ja. Man hat nämlich gesagt, dass der menstruale Zyklus ist ein Effekt eines falschen Glaubens, unaufgeklärten Glaubens an die zyklische Zeit. Ja. Und dieser Glaube ist ja genährt sozusagen von der ökonomischen Zyklen in der kapitalistischen Gesellschaft. Ja, schön. Und da eigentlich bei dem Sozialismus sozusagen alles maschinisiert und noch nach vorne geht, dann muss sozusagen die zyklische Zeit auch auf dieser Ebene überwunden werden. Ja, natürlich. Und die Frauen müssen sozusagen entwöhnt werden, zu haben. Ja. Und also das betreiben wir auch mit den Klonen, denn mit den Klonen ist doch die Sexualfunktion unnütz geworden. Ja, das hat keinen Sinn mehr. Ja. Aber doch werden immer die Klonen nach dem Bilde des Menschen, also mit sexuellen Organen, imaginiert. Aber im Grunde hat es keinen Sinn, dass sie brauchen das nicht mehr. Ja. Aber alle Funktionen, vielleicht nicht nur Sexualität, möchten auch das Denken. Ja. Würde. Ja, ich meine, in der künstlichen Intelligenz, vielleicht braucht man gar nicht mehr zu denken. Ja? Das gibt sich von sich her. Ja, aber wie ist es mit diesem unendlichen Zeichenspiel? Also alle sagen, in der Postmoderne, was wir ja sozusagen haben, das ist das unendliche Zeichenspiel, ja, das alles sozusagen den Sinn entleert und alle Zeichen subvertiert und dekonstruiert, sodass sozusagen die auf der anderen Seite etwas bezeichnen, auf der anderen Seite aber sich auflösen in diesem unendlichen Zeichenspiel. Das ist eine Vision, die oft als eine, sagen wir, pessimistische oder zynische interpretiert worden war, die aber mir immer als eine ekstatische zu sein schien und als ein Versprechen. Das ist sicherlich eine gewisse pessimistische, zynische Haltung in Bezug auf den Versuch, existierenden Sinn zu stabilisieren. Auf der anderen Seite eröffnet dieses Spiel eine Perspektive der Unendlichkeit. Und das ist das, wovon wir alle träumen. Ja, so oder so. Das heißt, es ist ein Versprechen. Es ist ein Versprechen der Unendlichkeit, einer anderen Unendlichkeit. Ja. Besonders wenn wir eine Unendlichkeit abgeschafft haben, Unendlichkeit der Stabilität des Sinnes. Eine andere hat sich eröffnet. Wie ist das aber mit der anderen Unendlichkeit? Das heißt, der Mensch ist doch endlich. Ja? Ja. Der Mensch ist endlich und kann man dieses Versprechen einlösen? Oder geschieht vielleicht mit diesem Versprechen das Gleiche, was mit dem früheren geschehen ist? Das heißt, diese Unendlichkeit
wird sich vielleicht auch als etwas problematisch erweisen. Ja, wie sehen Sie das? Ja, vielleicht, ich weiß es noch nicht genau. Mit der früheren Unendlichkeit, sagen wir mit der symbolischen Unendlichkeit, also die auf Stabilität, auf einer metaphysischen Weltordnung gegründet war. Mit dieser sind wir, ja, ist das vielleicht vorüber. Und jetzt sind wir also nicht mehr in einer Unendlichkeit oder Ewigkeit, vielleicht eher der Substanz, sondern in einer Unendlichkeit der Beweglichkeit, der Flux. Und da sind wir also in einer unergreifbaren Unendlichkeit. Ja. Das ist die Unendlichkeit der Netze, der Information, der Zirkulation aller Dinge. Und ja, das ist einfach nicht pessimistisch. Das ist vielleicht schlimmer als das. Ich weiß nicht. Aber das ist doch nicht mehr. Das ist eine Ekstase. Ja, das ist eine Ekstase. Ja, Ekstase im Sinne, der literalen Sinne, dass wir aus der. Ja, aber das ist auch ein Stasis, ja, Stasis und Metastasis, und genau, können wir natürlich. Und wir sind eher in dieser Metastasis, also in einem unendlichen, nicht mehr linearen Unendlichkeit, ja, aber auch nicht zyklischen, wie in einer anderen Kulturen oder in der, sondern in einer flüssigen, vielleicht eher durch alle Aspekte der Materie, also solid und dann flüssig und dann gasartig, wie sagt man das? Ganz luftig. Luftartig, ja. Vielleicht gehen wir durch diese, gehen wir als Menschen, soziale Wesen durch alle diese Stadien der Materie auch. Ne? Und enden in luftartig auch als. Aber da sind wir einfach und ätherische Sachen. Endgültig unendlich. Ja, also natürlich. Aber das ist so eine Unendlichkeit, nicht des Subjektes oder der Seele oder des, auch nicht des Körpers. Ja. Es ist eine virtuelle Unendlichkeit, wo alles sich abwechselt und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir damit rechnen können, ob darauf sich ein wirkliches Projekt oder eine Zukunft oder sowas, eine Perspektive öffnet, weil das alles doch, es heißt flüssig und unendlich, aber das alles in Echtzeit, also in einer Art Augenblick, aber nicht mehr das, der ewige Augenblick, wo von Zeit still, weil es alles perfekt ist. Nein, gar nicht mehr. In der Echtzeit, also gibt es irgendwie keine Zeit mehr. Es ist keine Möglichkeit, eine Vergangenheit wieder raufzubringen und auch keine Zukunft. Ja. Die Echtzeit ist doch eine wirkliche. Abgrund, ein Zeitabgrund, ich meine. Und das ist die Zeit der Virtualität. Alles geschieht endgültig in einem einzigen Augenblick und hat keine Konsequenzen und hat auch keine Ursachen mehr. Das ist sehr, ich möchte, das ist sehr, sehr problematisch, weil es ist die Frage zum Beispiel von dieser Proposition der Negationisten. Sie wissen das über die Existenz der Konzentrationslager und so weiter. Sie sagten, das hat nicht existiert. Ja. Und die wurden natürlich sehr, wirklich heftig überschritten, bestritten, ja, natürlich. Aber im Grunde ist es doch wichtig. Natürlich haben diese Negationisten ganz Unrecht, wenn sie auf die historische, reale Inexistenz dieser Lager behaupten, ja, das ist wirklich unsinnig, ja. Wenn man aber bedenkt, dass wir jetzt nicht mehr in der historischen Zeit leben, sondern in der Echtzeit, in der virtuellen Zeit, da in dieser Zeit jetzt ist kein Beweis möglich, kein historischer Beweis jetzt nicht mehr möglich von diesen Tatsachen.
Es wird endgültig nicht möglich sein, diese Geschichte und so weiter und das zu beweisen. Da gibt es keine Gründe mehr. Wir sind in den Abgrund, in dem Abgrund der Echtzeit. Und darum ist diese Proposition der Negationisten einfach nicht recht, aber doch ein Symptom, dass wir die Dimension der Zeit gewechselt haben, ja, geändert haben. Ja, das sehe ich auch so, dass wir keine Mittel mehr haben, eine fiktive Geschichte von einer sozusagen realen Geschichte zu unterscheiden. Ich stelle mir noch eine Frage, und die beschäftigt mich seit langem. Wenn wir über die Unendlichkeit des Zeichenspiels in diesem Sinne reden, dann gibt es doch ein Problem, sagen wir, des Mediums. Ja? Das heißt, dieses Zeichenspiel muss irgendwo geschehen. Ja? Das heißt, es muss ein Medium sein, das diese Zeichen trägt. Ja? Das könnte ein Papier sein für Buchstaben, das könnte Leinwand sein für Bilder. Das könnte ein Bewusstsein sein für die Gedanken. Das könnte Kinderleinwand sein für die Kinderbilder. Das kann auch meinetwegen, das kann das Unbewusste sein, das Begehren und so weiter. Es sind viele, viele Medien. Nur, sie sind alle irgendwie ähnlich. Ja? Das Bewusstsein ist ähnlich, Papier ist ähnlich, Begehren ist bis zu einem gewissen Grad auch ähnlich. Ja, ja. So weiter. Das heißt, das Zeichenspiel ist unähnlich, aber alle Medien, die dieses Zeichenspiel tragen könnten eventuell, die sind alle ähnlich. Und so frage ich mich, wo findet dieses unendliche Zeichenspiel überhaupt statt? Das heißt, haben wir oder können wir denken, ein unendliches Medium oder eine unendliche Fluss, so wie Herakleites. Das heißt, wir argumentieren in der klassischen, sozusagen, Parmenides-Herakleites-Opposition. Und wenn wir sagen, also Parmenides hat sozusagen Unrecht, ja, und die Stabilisierung des Seins ist unmöglich, dann kommt dieser Gedanke des unendlichen Flusses bei Herakleites. Aber alle Flüsse sind auch ähnlich. Ja, ja. Alle Medien, die sie tragen, sind auch ähnlich. Und so bin ich ja, muss man sagen, etwas verunsichert über gerade dieses Versprechen und diese Perspektive der Ekstase, weil diese Ekstase wird immer wieder frustriert, einfach dadurch, dass wir sozusagen zum Ende des Flusses kommen. Ja? Wir kommen zum Ende des Mediums, zum Ende des Buches, zum Ende der Bibliothek, zum Ende des Archivs. Ja? Irgendwo. Ja? Ja, das kann ich. Aber vielleicht gibt es kein Ende in diesem Sinn. Also jetzt nicht mehr, dass es ein Hinüber des Endes gäbe in einer linearen Perspektive, sondern eine Unendlichkeit, ein Unendlich der Reversion. Ja, das meinte ich auch für die Geschichte, dass wir wirklich nie an diesen Punkt kommen, weil wir asymptotisch, also im Entweichen und gerade in die entgegengesetzte Richtung gehen. Ja. Freilich ist es noch, auch noch vielleicht eine Utopie. Aber es besteht doch die Möglichkeit, wir bewältigen das Ende, indem wir es also zurückspielen, ja, und alle Ereignisse wieder heraufkommen lassen, ja. Vielleicht ist es eine Chance oder vielleicht doch eine Gefahr, weiß ich nicht. Das würde, aber nicht im Sinne der ewigen Wiederkunft Nietzsches, ne, das ist einfach nicht so. Das würde eine Involution sein und nicht mehr natürlich eine Mutation oder eine Umwertung aller Werte, na gar nicht. Das würde eine Repetition sein, eine unendliche Verdoppelung der Dinge. Ja, das ist aber auch nicht so optimistisch, würde ich sagen. Ja, natürlich. Aber Sie haben so eine mehr optimistische Perspektive. Nein, ich möchte auch gern, dass alle diese
oder das ja, Heraklit und so weiter. Und dass wir mit diesem Fluss zu tun haben, das ewig so fließt und alles sich ändert und so weiter. Ja, es ist aber so, für mich ist es nicht pessimistisch, weil dieses große Spiel der Inversion, der Reversibilität, für mich die einzige Chance ist, ja, da wo sich alles abspielt. Und selbst wenn alles für uns in der linearen Aussicht ausgespielt ist, dann gibt es noch diese Chance. Also jenseits, vielleicht jenseits der Virtualität, der Simulation, so, gibt es vielleicht die Chance, dass alles das doch eine Transparenz der einer ironischen Technik würde, ja, und dass wir doch einmal aus der heideggerischen Aussicht kämen, ja, von der Metaphysik und sagen, vielleicht gibt es so zwischen Objekt und Subjekt ein feineres Spiel, in dem das Objekt seine eigenen Strategien hätte, ja, und durch die Technik uns bewältige, anstatt dass wir uns einbilden, natürlich die Welt zu beherrschen durch die Technik, dann würde es vielleicht das Gegenteil. Ja. Und das ist eine faszinierende, vielleicht auch selbst eine verführende Aussicht. Ja. Ja, ja. Das universale Fundament ist verschwunden. Und für mich ist der Fundamentalist ein Mensch, der ein Fundament baut, wo es kein Fundament gibt. Ja. Das heißt, die Möglichkeit des Fundamentalismus liegt darin, dass es kein Fundament immer schon gibt, sondern jeder sein eigenes Fundament bauen kann, sozusagen. Alle Zeichen schweben frei und sind sozusagen freigegeben für die Fundamentalisierung. Ja, ja, ja. Und dass diese postmoderne Ironie, die auch sehr viel zu tun hat, glaube ich, mit der Kommerzialisierung, denn die Ironie sozusagen vernichtet die qualitative Unterschiede und öffnet den Weg für quantitative Unterschiede. Ja. Der Geldaustausch ist an sich sehr ironisch. Ja, etwas zu verkaufen, ja, ja, kaufen ist ironisch. Ja, ja, ja. Und Ironie hat etwas damit zu tun. Und so sind sozusagen diese Zeichen und Kulturfiguren, Identität sogenannte, ja, die einfach Ready-Made-Produkte, ja, 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 sind ja praktisch freigegeben für Fundamentalisierung und Fundamentierung. Ja, dadurch, dass jeder sich einrichten kann und sagt, das ist meine Identität, das ist mein Fundament, das habe ich gebaut und da stehe ich. Und ich kann ihm nicht widersprechen. Ich bin total moralisch erpressbar. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, die Robben sterben, oder ich weiß nicht, die Bären sterben, das ist furchtbar. Ja? Man muss alles daran setzen, diese Bären zu retten. Früher konnte ich sagen, nein, es gibt wichtigere Dinge, zum Beispiel Gott, Vernunft und so weiter. Robben sind wichtig, aber sie sind relativ wichtig. Ja? Jetzt kann ich das nicht sagen, weil ich kann nicht beweisen, dass Gott auch wichtig ist. Oder? Also muss ich ja zugeben, dass Roben absolut, sozusagen fundamental wichtig sind. Ja? Ich bin ausgeliefert einem Terrorismus der moralischen Erpressung, gerade weil ich diese Erpressung nicht relativieren kann und nicht sozusagen auf die oberen Werte verweisen kann. Und so stelle ich Ihnen auch diese Frage, es gibt auch in Frankreich, aus Frankreich kommt auch vieles über die kulturelle Identität, über die Notwendigkeit, diese zu erhalten. Also man hört diese Töne und auch man hört sie gerade aus Frankreich und gerade nach der Postmoderne, nach der Entfaltung dieses ironischen Diskurses. Wie sehen Sie das auch in Frankreich, wie sehen Sie das weltweit? Was ist da passiert? Ja, also diese Proliferation der kulturellen Zeichen oder der Zeichen der Vergangenheit und diese Kommemoration, und so, ja, die meine ich, Sie haben recht, das ist so eine sekundäre Erzeugung, möchte ich sagen. Ja, ich würde sagen, die
Graffitisten, die Grafiker, die sind auch Fundamentalisten, die sagen, ich bin's, ich lebe hier, ich heiße so und so, weil es keine Identität mehr gibt. Ja. Und da natürlich gibt es dann eine Wucherung, eine Übersteigerung der Identitätszeichen, da wo keine Identität mehr ist. Ja. Und unsere ganze Kulturwelt natürlich beruht darauf, dass alles von auf der Basis einer Verschwindung, einer vorweggenommenen Verschwindung und Vernichtung, alles wieder aufblüht und desto üppiger aufblüht, dass es gar nichts mehr gibt, ja, keine Wurzeln mehr, sondern üppiges Blühen. Ja. Das geht auch für die Werte, für die moralischen Werte, für das in diesem Sinne könnte wir sagen, dass auch geschichtlich alle diese religiösen Bewegungen, die neuesten religiösen Bewegungen, ethnisch, linguistisch und so weiter, gar keine ursprüngliche Produkte, ja. Ja, gar nicht. Auch nicht kein Überbleibsel einer Vergangenheit oder sowas, alles archaisch und so weiter. Na, das sind echte simulatorische Produkte auf der Basis einer vorangegangenen Zerstörung. Ja, da sind wir in einer wirklich doppelsinnigen Welt. Wirklich alles hat so ein anderes Gesicht. Und vielleicht darum kann man doch nicht an die Wirklichkeit dieser Produkte glauben. Aber alle machen, als ob es wirklich wäre, weil es sonst dann so eine Panik gibt. Ja, da sind alle mitschuldig oder Komplizen in der Wiederherstellung der älteren, der vorigen Welt, ja, weil es sonst nicht geht. Aber das ist doch in diesem Sinne eine Welt der Katastrophe, im literalen Sinne, dass alles einen ganzen, wie kann man sagen, alles hat sich inversiert, ja, also katastrophal inversiert, ja. Und es tut, als ob wir davon nicht bewusst werden, ja. Aber mit der Zeit wird sich doch alles das anhäufen, denke ich. Und da kommt vielleicht so eine Zeit, wo die Simulation, die Virtualität ihre kritische Masse erzeugt. Die kritische Masse im kosmologischen Sinne, da nicht mehr kritisch im historischen Sinne des Bewusstseins. Ja. Masse, kritische Masse. Und da gibt es natürlich mit der kritischen Masse so eine Implosion des Universums im Kosmos und Implosion des Sozialen auch in dem Sozialen. Und da sind wir, denke ich, schon jetzt seit dieses Buch. Es fragt sich, ob wir schon noch im Prozess sind, in diesem unwiderruflichen Prozess, oder ob wir schon jenseits dieses Punktes ist, wo wir den Punkt der kritischen Masse erreicht haben und wir schon in der Involution eingenommen sind, einbefangen sind. Ja. Es fragt sich, ich weiß es nicht, aber dieses Konzept gefällt mir. Da könnten wir vielleicht, ich weiß nicht, ob wir eine Perspektive von neuem kriegen, aber dass doch eine Logik, eine entwickelnde Logik, die uns bis an einen gewissen Punkt bringt, ja. Mir scheint das auf der Ebene des fundamentalistischen Ebenen und der kulturellen Identität, wie man das jetzt nennt, und dass wir so modisch geworden sind, ja, dass diese Implosion eigentlich schon geschieht, die Sie beschrieben haben. Und zwar, was ist diese meine kulturelle Identität? Es ist das, was mich von den anderen unterscheidet. Das heißt, ich bin hier der andere im Grunde. Das heißt, von mir sehr weit entfernt, vielleicht am weitesten entfernt, weil ich mich sozusagen so zwei Brechungen gehe. Und dann entsteht ein Kurzschluss zwischen sozusagen mir, eine Implosion, zwischen mir und meiner Existenz und dieser sehr entfernten Form sozusagen der kulturellen Identität, sodass das
in einer Implosion sich zusammenschließt und sagt, das bin ich, ja, das bin ich. Und diese ganze Sprache des Paters, des Opfers, ja, der Hingabe, des Absoluten, der Wahrheit, des Letzten, ja, wird einfach austauschbar angehängt auf diese Implosion. Ja, warum sage ich aber, dass es ich bin? Ja, das ist eine innere Implosion. Ja, ja. Das ist sozusagen mein Simulacrum. Das ist eine Figur, vielleicht in Miniatur. Ja, in Miniatur. Aber es ist eine Figur der Implosion. Ja, ja, das würde ich das auch sagen. Ja, dass wir nicht mehr ich sind, sondern das andere des anderen. Also, dass es einen Kurzschluss gibt zwischen dem älteren Ich und dem älteren Anderen. Das war so eine Dialektik, aber jetzt ist Kurzschluss und da besteht das Ich oder das sogenannte Ich nur auf den Grund einer, muss ich sagen, einer Abreaktion zum Anderen, nicht mehr als ursprüngliche Bewegung oder duelle Beziehung mit dem Anderen, sondern ein Kurzschluss und dann, ja, und dieses Ich, so ist es ewig jetzt. Er muss ewig sein. Er hat nichts mehr mit Andersheit oder mit sowas zu tun. Ne? Er ist in seiner nicht mehr eigenen Simulacrum. Illusion des Endes. Jean Baudrillard, Boris Groys, am 14. Mai 1995. Kamera: Uwe Teske, Boris Michalski. Kameraassistenz: Sebastian Drost, Frank Vetter. Ton: Stefan Joachim. Redaktionelle Mitarbeit: Thomas Knöfel, Cornelie Kister. Redaktion und Regie: Egon Bunne. Eine Lurix-Videoproduktion im Auftrag von Videokunst und Multimedia Berlin e.V. mit Unterstützung des ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe. BEM 1995.